Muslime haben sich aufgeregt und zum Teil eine gewaltvolle Rechte in die Indien, um dann das Verschluss des Islam nochmal zu machen. Und der zweite Kalif von Indien ist vorgenommen, um zu sagen, hat gesagt, das ist eine falsche Option. Das Problem ist, die Leute wissen nicht, wer der Prophet ist. Das ist unser Pflicht, dass wir den Prophet Muslims sind, bekannt machen und dann, was da wirklich in Wirklichkeit davon war. Und nicht so wie gesagt, was nicht den Medien und nicht den anderen Menschen dargestellt wird. Wenn wir den Menschen klar machen, so hat der Prophet zu tun, das ist eine wahre Lehre. Und das ist die Wahrheit, die Gott von uns ist. Viele, viele Menschen werden sein, dann von der Prophet zu tun. Unsere Aufgabe ist, dass wir den Prophetischen dafür sind wir, dass wir über den Prophetischen die Wahrheit sprechen. Nicht nur sie und nicht nur in diese sogenannte die Bevölkerung damals, die Leute, die im Städten wohnten, die haben
Verdient haben die Maßnahmen durch ihre Handlung. Sie haben auf Abfall und Abfall alles und daran. Sie haben wenig Wasser gibt. Sie haben wenig Bestimmungen, wenn man das vielleicht auch nicht das war nicht so gut sicher. Und dann haben sie den Handel mit dem Handel dabei gemacht. Oder Die Bewegung, was da passiert hat, das war der Dichter. Ja, das Dichten konnte, was ich eben sagen konnte, der hatte sehr viel Macht, sehr viel hohen Ansehen und der war der gebildete Mensch unter den Arbeiten. Den, diese Dichter, die hatten eine große Rolle gespielt in ihrem Leben, insbesondere in Kriegen, dass sie dann richtige Aufklärung sein werden. Sie haben viele Kriege geführt, die waren bekannt, dass sie Kriege führen. Und da gibt es ja, was das sehr bekannt ist, dass viele Dichter waren, die alle waren, vor 45 Jahren geführt. Und wenn man das überlegt, wie es angefangen hat, es war nicht zwei. Das war stämmige Leute, die den Namen gebraucht haben. Und alle hatte Besuch. Und sein Besuch haben sie sehr groß geehrt. Das war eine Ehre für den Mann, den Besuch gebraucht. Und der hatte am Ende Stute und dann zum nächsten diesen anderen, ein Teil von einem anderen, gerade wieder in seinem anderen Stand. Und der hatte den Mann, am Ende Stute, wieder mal Feld bezieht. Oder in der Hand wird dann sehr wichtig, dass er dann Menschen, die von meinem Gast tötet, werde ich nicht tun. Natürlich, dass sie das Leben lassen. Am nächsten Morgen ist es bescheuert. Das Tier, ich kann schon nicht wissen, was ich da hingegangen bin. Das Tier, und dann hat der andere, da blieb ein bisschen wahrscheinlich. Ich meine, das ist ein ganz echt. Ich denke, ich habe beschossen, da ist das andere. Und dann hat er das mitbekommen, was er hat in dem. Dann sind die beiden Stimmen, die auch verfeindet haben, 40 Jahre gespielt. Das war diese Kultur der Araber, das war die Art und Weise, wie man das so handelt. Sie haben den anderen Asylum genannt. Das heißt, die Stimme. Nur wir können uns aufrufen, unsere Sprache ist die beste. In dieser Sprache, in der Sprache kann man sich zum Beispiel aufrufen, die anderen Sprachen sind Atem, die Stimme sprachen. Und die waren auch stolz darauf. Das ist tatsächlich wahr, dass sie die ganze Sprache vorgefunden haben, dass sie nicht so am hohen Stand erreicht, am hohen Stand, dass es davor oder danach dann nicht gegeben hat. Wir, Islam, wir sagen das geschrieben, das haben wir recht, dass die, in der Gottes Wort, die Wahrheit sagen, dass dann,
Und ich war mir wirklich im Wohlstand. Zu den Atheisten, zu denjenigen, die halt nicht an Gott glaubten und auch nicht an den Menschen glaubten. Die Christen, es gab die Christen waren in der Minderheit. Sie haben 2500 Jahre lang davon gelebt und haben auch gepredigt, aber die Araber waren nicht bereit, diese Religion zu akzeptieren. Und dann waren die nächste Religion, sind die jüdischen Stämme. Die jüdischen Stämme waren auch schon einigermaßen verbreitet, aber dann auch die Minderheit. Die größte Religion, die am meisten verbreitet war, waren die Götzen, die Götzen Beter. Die Götzen beten uns, oder die Götzen und Beter beten zwar Götzen an, aber sie glauben auch an Gott. Und zwar, sie sahen die Götzen als Vermittler, die beim Gott ihre Gebete übermittelten. Also waren sie auch einerseits auch diejenigen, die auch an Gott glaubten. Die Götzen und Beter also verschiedene Stämme hatten ihre eigenen Götzen gehabt, sie haben ihre eigenen Götzen geehrt, sie haben ihre eigenen Götzen angebetet, sie haben alle ihren hohen Götzenbild gehabt in ihrem eigenen Stamm. Aber von ganz Arabien gab es auch einen großen Götzenbild, der von jedem angebetet wurde. Der war in Mekka, der hieß Hubel. Und die Araber reisten dorthin und machten ihre Pilgerfahrt bis dorthin und beteten Hubel dort an, machten ihre Hedge und Umrah. Dorthin und genau, wo das Tanakabe heute ist, da ist es, wo das Ibrahim Al-Islam und das Ismail Al-Islam diese Wände hochgezogen haben. Und an dieser Stelle, da ist das, dieses Haus war voller Götzen gewesen. Und unter diesen ganzen Götzen war auch der große Götzenberg, den wir alle verehrt haben. Und unter diesen Pilgerfahrten, es war eine Zeit gewesen, wo die Araber keine Kriege führen durften. Und da, wie Herr Amis erwähnt hat, dass die Araber sehr halt, gewalttätig waren und halt auch sehr gerne zum Schwert griffen. Aber diese 4 Monate waren abgestimmt gewesen, das Waffenschild stand gegen die Liste. Und keiner durfte Kriege führen, sodass die Leute, die Pilgerfahrten machen wollten, in Ruhe darin gehen konnten und in Ruhe. Oder anbeten konnten, was auch immer ihre Tradition gewesen war. Und dies war die Situation im Arabien damals gewesen. Also man sieht, dass die Menschheit von der Spiritualität völlig abgeschnitten war. Und an der anderen Seite auch im Heiligen Koran, das war eine Situation gewesen, aber sagt, Sahara für Bahre. Das heißt, das Verderbnis ist gekommen über Land und Meer. Und so zwar überall verderben. Die Menschen wollten nur miteinander Kriege führen und ihre Bedürfnisse wollten erfüllen und hatten nichts anderes im Kopf, außer sowas. Und deswegen hat er dann den Heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam gesandt und hat damit die verstorbene Welt der Araber wieder erblühen lassen. Dem hat sich Allah sallallahu alaihi wasallam getan. Das heißt, wisset, dass Allah die Erde belebt nach dem Tod. Und genau dies ist auch geschehen. Das sehen wir, dass nach dem Advent des Islams sind die Araber, die einst Götzen anbeteten, an Allah glauben und in seiner Liebe gelebt haben. Und mit
Beispielen, was wir also übernehmen. Und einige haben dann angezeigt, dass man eigentlich heute aufhört. Aber mit Lesben und Kindern, da haben sie überaus, die waren als Stolz drauf. Und je mehr arbeiten konnte und Mädchen sehen konnte, desto unstabiler war er, desto bekannt war er. Die Frau hatte kein Niveau,
sie wurden in Wohnungs behandelt. Und die Männer hatten die Frau auch frei ausgehalten, nur auf das Leben zu haben, die er in der hatte. Also es gab keine Grenzen. Dann man mit den verschiedenen Mehrheiten. Und das war normal gewesen, es war nichts Besonderes. Es war sogar so, genau, die waren sogar stolz, dass sie mehr Frauen haben und der hat weniger gemacht. Aber es ging so weit, dass die sogar die Frauen, also ich schwöre gerade, was sie machen können, sagen, dass die Frau wieder weiter für abhören. Also wenn eine Frau zum Beispiel stirbt, dann wird seine Frau dem Sohn weiter vererbt. Also so liest das Wort, dass die Frau wurde so als ein materielles Objekt angesehen, dass sie sogar weiter vererbt wurde. Und sie haben geheiratet und haben sie, glaube ich, scheiden lassen, wieder geheiratet, scheiden lassen. Und es wurde niemand übel genommen, dass sie sich wieder scheiden lassen und wieder heiraten. Aber es gehört zu den Normalitäten. Genau. Und das Interessante, was ich auf der Linie stelle, ist, dass die Mischmuslime den Islam vorwerfen, dass Islam diese Lehre anführte, dass ein Muslim mehrere Frauen heiraten darf. Aber das stimmt nicht. Es war vor dem Islam so gewesen, dass die Männer viele Frauen hatten. Aber dann kam der Islam und erkannte das. Und hat gesagt, nicht mehr als vier Frauen. Vier Frauen sind genug. Ihr müsst auch mit Gericht, ihr müsst die natürlich mit Gerechtigkeit behandeln. Das ist natürlich schwer, wenn wir zu viele Frauen haben. Das ist schwer als andere Probleme. Also, das ist ein falscher Gedanke, dass der Islam diese Lehre angeführt hat, dass ein Mann einen Muslim mehrere Frauen heiraten darf. Das ist falsch. Die einzige Sache ist, dass der Islam eine Grenze gezogen hat, dass ein Mann nicht mehr als vier Frauen heiraten sollte. Das ist auch ein Vorwurf, den ich kann, den man nicht kann. Und wie ich eben erwähnt habe, dass die Frauen weiter vererbt wurden und dass sie nicht geachtet haben, ob es die Frau meines Vaters ist oder ob es meine leibliche Mutter ist oder ob es meine Schwester ist. Nein, sie haben keine Scheidung können. Deswegen hat auch Gott im Heiligen Koran dann gesagt, der hat dann erhoben, meine Arbeitung in der Messe. Dass ihr sollt nicht die Frauen heiraten, die eure Väter geheiratet haben. Und danach hat Allah auch im Heiligen Koran eine große Liste aufgestellt und gesagt, diese Frauen dürft ihr heiraten und diese Frauen dürft ihr nicht heiraten. Weil es eure Mütter sind, es eure Schwester sind, es sind eure Töchter sind. Deswegen hat der Koran aus diesen Tieren einen Menschen gemacht und dann weiter in die auch Gott angeht. Und danach gab es auch, wie ich gerade erwähnt habe, dass die zwar Spaß von Frauen hatten, aber selbst wenn sie eine Tochter oder eine Tochter bei ihnen zu Hause geboren ist, aus Schande ihr Mund nicht, also ihr Brust nicht zeigen wollten. Und sie haben ihre Töchter lebendig begraben in ihrer Neugeburt. Und so haben sie gelebt. Einige Stämme von mir, nicht ganz alle, es war nicht alltäglich gewesen, aber es waren einige Stämme gewesen, die das praktiziert haben. Und zwar haben sie ihre neugeborenen Töchter einfach vergraben als Schandegefühl. Und sie wollten einfach keine Töchter bei ihnen selbst zu Hause haben. Und genauso hatten die Frauen damals auch kein Anrecht. Also, es ging, die Tradition war so gewesen, dass wenn ein Mann stirbt, dann nimmt er eine Frau und einen Töchter hinterlässt, dürfen diese Töchter kein Erbrecht haben. Hat die Frau einen Sohn gehabt, dann wäre es okay, weil der Sohn ist ein Mann abgekommen. Es war so gewesen, dass der Bruder des Verstorbenen das ganze Erbrecht kassiert hat und die Frauen und die Frauen, die ihre Töchter halt mit leeren Händen dastanden. So wäre es so gewesen. Der Islam hat Erbrecht eingeführt. Aber wiederum wird dem Islam wieder vorgeworfen, dass der Islam der Frau nur das Heilbeerbrecht gibt. Ne? Obwohl es falsch ist, weil sie müssen erstmal den Heiligen Koran durchlesen oder die Lehren studieren oder zumindest einmal durchlesen. Nicht nur den Medien glauben oder den Islamkritikern folgen, sondern auch mal selber einmal etwas studieren.
Und zwar ist es so, dass es stimmt. Sie im Kreischen ist drin, dass die Frau das halbe Erbe-Recht bekommt. Aber es ist so, dass sie das halbe Erbe-Recht von ihrer eigenen Familie, sprich von ihren eigenen Eltern bekommt. Und die andere Hälfte von ihrem Mann, von ihrem Ehemann. Und das macht dann einen ganzen, also 100% gibt es. 50% von den Eltern und 50% von den Ehemann. Und das macht dann 100%, genau wie dem Mann auch 100% versprochen sind. Und wenn man jetzt auch das Erbe-Recht eingefangen hat.